Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Die Säulen der Erde, Buch 3, Kapitel 20. So, wir suchen jetzt hier die Verbindungen. Bischof Wallerin steht im Zentrum von allem. Richtig. Jacks Vater, wenn er noch am Leben wäre, könnte er unser Zeuge sein. Vielleicht kann er das immer noch. Hä? Ich weiß nicht, wie ich jetzt hier... Mutter sagt, Wallerin steckte hinter dem Tod meines Vaters. Und sie sagte, er war nicht allein. Drei Männer waren für den Tod deines Vaters verantwortlich. Bischof Wallerin, Percy Hamley, damals war er der Vogt von Shiring, und Prior James von Kingsbridge. Wenn sie alle dort waren, waren sie alle Zeugen. Und nur Wallerin ist noch am Leben. Kaum ein Zufall. Warum würden diese drei sich zusammentun, um deinen Vater an den Galgen zu bringen? Er war auf dem weißen Schiff. Alle an Bord sind ertrunken. Es gab keinen, der berichten konnte, was geschehen war. Bis auf ihn. Er war der einzige Zeuge. Und dann haben sie ihn umgebracht. Warum? Und was ist mit dem Schiff? Mein Vater hatte schon immer England sehen wollen. Er war der einzige Überlebende, als das weiße Schiff sank. William Hamleys Vater. Warum sollten Wallerin, Percy und James sich wegen des weißen Schiffes sorgen? Der Sohn und Erbe König Heinrichs war an Bord. Und auch andere mögliche Erben und Mitglieder des königlichen Hofes. Ich hörte, Stefan von Blois, der Neffe des Königs, habe das Schiff verlassen, bevor es ablegte, weil er krank geworden war. Er war der einzige männliche Erbe. Die einzige Bedrohung waren Mathilde, die Tochter des Königs, und ihr Halbbruder, Graf Robert. Und sie führen seitdem Krieg gegeneinander. Und dein Vater, Graf Bartholomäus, er war eine Bedrohung. Er hat versucht, Stefan aufzuhalten und dafür mit dem Leben bezahlt. Vielleicht hat mein Vater auf dem weißen Schiff etwas gesehen. Einen Beweis, dass Stefan damit zu tun hatte. Wenn Stefan für den Untergang des weißen Schiffs verantwortlich war, dann wäre ihm daran gelegen gewesen, den einzigen Zeugen des Untergangs mundtot zu machen. Aber er hätte es natürlich nicht selbst getan. Nein. Wenn das weiße Schiff eine Rolle spielt, dann wurde Wallerin womöglich von König Stefan angestiftet, deinen Vater zu töten. Aber damals war er noch nicht König. Warum sollte Wallerin ihm Gehör schenken? Wegen dem Land. Ihm wurde versprochen, er würde Bischof werden. Ach so, und so, genau. So war das. Natürlich. Bischof Henry ist Stefans Bruder und war schon damals einer der einflussreichsten Kirchenmänner in ganz England. Aber wenn Bischof Henry in der Sache mit drinsteckt, welche Chance haben wir dann, den Prozess zu gewinnen? Es ist ein öffentlicher Prozess. Wir wollen nur, dass Philipp freikommt. Wir finden einen Zeugen und nehmen Wallerin auseinander. Henry wird mitspielen müssen, um unschuldig zu erscheinen. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Es ist unsere einzige Chance. Ist es möglich, dass Stefan Wallerin beauftragt? Glaubt ihr, Stefan hätte sich direkt an Percy gewandt? Wegen des weißen Schiffs? Um ihm zu helfen, seine Spuren zu verwischen? Das glaube ich kaum. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass Wallerin Percy angesprochen hat. So wie später, als Percy meinen Vater gefangen nehmen sollte. Und was ist mit Prior James und Wallerin? Wallerin war noch nicht Bischof, als die Hinrichtung stattfand. Er war Erzdiakon. Das hat Philipp gesagt. Aber James musste trotzdem tun, was Wallerin ihm auftrug? Das ist sehr wahrscheinlich. Was ist jetzt mit Prior James?
James war der Prior von Kingsbridge. Dort soll dein Vater den Kelch gestohlen haben, um ihn einzuschmelzen und zu verkaufen. Aber wir wissen, dass das nicht wahr ist. Denn wir haben ihn gefunden. Philipp hat den Kelch wiedererkannt. Aber Bischof Henry will einen Zeugen. Der Kelch reicht nicht aus. Aber er ist ein wichtiges Indiz für uns. Ich glaube, wir kommen der Sache näher. Was ist mit dem König? Also haben Walleran und die anderen behauptet, dein Vater habe einen Kelch aus der Kathedrale von Kingsbridge gestohlen. Und dass er ihn verkauft hat. Ja. Wir wissen, dass das nicht wahr ist, aber wir brauchen einen Zeugen. Es ist der einzige Weg, um Philipp zu helfen. König Stefan. Vielleicht hat Stefan nie selbst den Plan geschmiedet, deinen Vater zu hängen. Du meinst, Walleran hat es getan, weil er Gerüchte hörte und sich bei Stefan und Bischof Henry einschmeicheln wollte. Mag sein. Stefan hat behauptet, es sei Gottes Wille gewesen, dass er nicht auf jenem Schiff war. Dass er als einziger männlicher Erbe übrig blieb. Das war nicht Gottes Werk. Ich wette, Stefan hatte beim Untergang des Schiffes die Finger im Spiel. Nun stellt euch vor, was geschehen wäre, wenn er erfahren hätte, dass jemand überlebt hat. Jemand, der gesehen haben könnte, was in jener Nacht wirklich geschehen ist. Wenn der König selbst hinter der Sache steckt, welche Chance haben wir dann, Walleran aufzuhalten und Philipp zu retten? Wir müssen unser Bestes tun. Ich weiß nicht, wie ich jetzt hier weiter... Ich glaube nicht, dass der König... Sonst hätte es sicher eine Untersuchung gegeben, nachdem Percy vergiftet wurde. Aber dem König schien das nicht zu kümmern. Glaubt ihr, dass der König James befohlen hat, meinen Vater festzunehmen? Nein. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass James von seinem Vorgesetzten, Erzdiakon Walleran, dazu angestiftet wurde. Und Erzdiakon Walleran war viel mehr in politische Machenschaften verstrickt als James. Wenn Stefan beteiligt ist, dann ist es sein Bruder Henry auch. Der Kelch wurde benutzt, um den letzten Überlebenden des Weißen Schiffes zu töten. Ja. Mein Gott, was soll ich denn jetzt noch machen hier? Walleran, Percy und James könnten für die gearbeitet haben, die das Weiße Schiff versenkten. Percy Hemley wurde vergiftet. Ein Zeuge weniger, der von Walleran wusste. Und Walleran wollte vermutlich, dass William Graf wurde. Er war leichter zu lenken als sein Vater. Was ist mit Regan Hemley? Sie ist noch am Leben. Sie wurde in ihr Stadthaus in Winchester gebracht. Und in ihrem Zustand wird sie uns vielleicht gar nicht helfen können. Wie stehen James und Percy Hemley in Verbindung? Gar nicht, würde ich meinen. Außer durch Bischof Walleran. Ja, er brauchte James, um meinen Vater festzunehmen. Und Percy Hemley, um ihn zu hängen. Jetzt sind alle beide tot. Das kann kein Zufall sein. Ich frage mich, ob mein Vater je erfahren hat, warum er sterben musste. Philipp sagte, Prior James sei ein ehrenwerter Mann gewesen. Vielleicht hat Walleran ihn gezwungen, deinen Vater zu beschuldigen. Vielleicht. Das könnte erklären, warum James von Schuldgefühlen geplagt wurde. Die Mönche haben erzählt, James glaubte, der Teufel wäre hinter ihm her. Was soll ich denn noch machen? Walleran war James' Vorgesetzter. Percy wäre ohne Wallerans Hilfe nicht Graf geworden. Aber dann wurde er umgebracht. Vielleicht war er als Graf nicht so nützlich, wie Walleran gehofft hatte.
Die drei Mörder meines Vaters könnten für einen vierten gearbeitet haben. Jemanden, der ein Interesse daran hatte, die Erben des Königs zu ertränken. Ja, der Stefan. Mensch. Der König von England. Ein skrupelloser Mörder? Walleran, Percy und... Wallerans Gesicht, als er den Kelch sah. Ist es möglich, dass Stefan Walleran beauftragt hat, Jacks Vater zu töten? Das habe ich jetzt alles durch. Walleran, Percy und James. Es ist un... Steckt König Stefan hinter der Sache? Was ist denn mit seinem Bruder, Bischof Henry? Hier kommt nichts mehr. Ich weiß nicht, was ich drücken soll. Ich versuch's jetzt nochmal. Stefan selbst hat diesen Kelch vermutlich nie gesehen. Wenn der König selbst hinter der Sache steckt... Wir müssen unser Bestes... Okay, dann mein hier. Mein Vater hatte recht, was... Hier. Der König hat Percy zum Grafen von Shiring gemacht. Vielleicht, weil er Percy zu Dank verpflichtet war. Und nicht, weil er Graf Bartholomäus verhaftet hat. Hier. Wenn Stefan beteiligt ist... Hier. König Stefan und Prior James stehen in Verbindung. Nicht direkt, aber über Walleran. So, den habe ich. Jetzt noch ich das Schiff. Der König von England. Kaum ein Zufall, dass alle Erben des Königs auf jenem Schiff starben. Vielleicht wusste mein Vater, was da geschehen ist. Der Kelch und das Schiff. Dein Vater ist die Verbindung. Genau. Die drei Mörder meines Vaters könnten für eine... Hatten wir auch schon. Walleran, Percy und James. Hatten wir auch schon. Die drei Mörder meines... Okay, so, jetzt kommt das, der James hier. Steckt König Stefan hinter der Sache? Mein Vater hat den Schiffbruch überlebt. Aber die hinter dem Untergang des Schiffs steckten, haben ihn am Ende getötet. Ob er je den Kelch gesehen hat, den er gestohlen haben soll? Percy Hamley war Vogt von Shiring. Er hätte deinen Vater einfach hängen können. Aber er wurde in Kingsbridge gefasst und festgesetzt. Prior James hat behauptet, mein Vater hätte einen Diebstahl begangen. Dein Vater war in unserer Priorei eingesperrt worden. Ich frage mich, ob mein Vater je erfahren hat. Okay, jetzt der Kelch. Vielleicht hat Stefan nie selbst den... Du meinst, Walleran hat es getan, weil er Gerüchte hörte und sich bei... Mag sein. Hatten wir auch schon. Der Kelch wurde benutzt, um... Ja. Hatten wir auch. Unser Kelch wurde benutzt, um... Jetzt töten sie wieder einen. Wir müssen Philipp helfen. Das hatten wir noch nicht. James hat behauptet, dein Vater hätte den Kelch gestohlen und verkauft. Doch stattdessen hat er ihn selbst in Kingsbridge versteckt. In der Krypta. Wir haben dort unten James Geißel und ein Bett gefunden. Die geheime Kammer ist wichtig. Aha. Alle dachten, Prior James sei tot. Dass er ins Eis eingebrochen sei. Und jetzt wissen wir, dass er versteckt wurde. Warum glaubten seine Mönche, er sei tot? Subprior Remigius sagte, er hätte James Rosenkranz am Fluss gefunden. Daher dachten alle, der Leichnam sei fortgespült worden. Sie haben einen leeren Sarg begraben. Aber welche Rolle spielt Remigius dabei? Philipp sagte mir, Remigius sei dabei gewesen, als Walleran Philipp zum Prior machte. Walleran und Remigius kannten sich. Das erklärt, warum Walleran Remigius später zum Prior von Shiring gemacht hat. Und Remigius hat meine Mutter erkannt, als wir in Kingsbridge ankamen. Er muss dabei gewesen sein, als mein Vater angeklagt wurde. Ich glaube, Remigius ist der Schlüssel. Es ist möglich, dass Walleran Remigius anstiftete, Prior James verschwinden zu lassen, als James darüber zu reden begann, was sie getan hatten. Als James anfing, mit dem Teufel zu reden. Aber aus irgendeinem Grund versteckte Remigius ihn. Aber Walleran hat das nie erfahren.
Ja. Das erklärt, warum er dir nicht glaubt, als du sagtest, du hättest James im Feuer gesehen. Wo James am Ende starb. Und Remigius dachte, keiner wüsste es. Wir müssen Remigius finden. Er ist unser Zeuge. Beeilen wir uns. Es wird schon dunkel. Der Prozess wird bald weitergehen. Die Leute kennen euch beide. Ihr solltet nicht einfach so in Shiring herumlaufen. Er hat recht. Ich werde nach ihm suchen. In Ordnung. Pass auf dich auf. Und Jonathan? Ja? Wir unterhalten uns später. Über das, was heute gesagt wurde. Über Tom. In Ordnung. Remigius, wo steckst du? Oh, Remigius ist unser Zeuge. Wo ist er? Schalterhaufen. Ich geh mal zum Schalterhaufen. Niemand darf sich dem Schalterhaufen nähern. Warum nicht? Befehl von Bischof Henry. In Ordnung. Einmal nach... Oh. Brüder. Was ist? Habt ihr den Prior von Shiring gesehen? Remigius. Leider nein. Und jetzt tritt zurück, Bruder. Wir müssen bis Sonnenuntergang fertig sein. Boah, sind das hier viele Leute, ey. Willst du hineingehen, Bruder? Nein, noch nicht. Danke. Gehörst du nicht zu Prior Philipp? Ja, das stimmt. Ich hoffe, sie werden ihn freisprechen. Er ist ein guter Mensch. Er ist ein Ketzer! Narren! Seht euch nur an! Wer seid ihr, über jemanden zu richten, der euch nie ein Leid getan hat? Vergib ihn, Bruder! Wir richten ihn nicht, aber Gott wird es tun! Da ist er! Da ist er! Da ist er! Er läuft! Er ist weggelaufen hier. Dann frage ich mal hier nach. Ich habe ihn ja gerade gesehen. Habt ihr Vater Remigius gesehen? Den Prior von Shiring? Gerade war er noch hier. Wo ist er jetzt? Was willst du von ihm? Ja, was willst du von ihm? Ach, vergesst es. Er war hier. Remigius? Ich glaube nicht, dass er hier ist. Da ist er. Da ist er. Warte. War er das nicht? Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Und er haut hier mit dem Diener ab von dem Volleren. Habt ihr einen Priester hier entlang kommen sehen? Vater Remigius? Nein, habe ich nicht. Tut mir leid. Was? Trotzdem danke. Das ist Dingens. Hey. Alfred. Ja? Du bist Jonathan, nicht wahr? Ja, das stimmt. Und wer seid ihr? Dein Bruder. Ist egal. Aber da ist etwas, das du wissen solltest. Tom Bilder. Er hat dich ausgesetzt, weil deine Mutter starb. Er sah keine Möglichkeit, dich zu ernähren. Er dachte, er hätte keine andere Wahl. Woher wisst ihr dies alles? Eine Stunde später hat er nach dir gesucht, aber du warst fort. Und als er dich schließlich in Kingsbridge gefunden hatte, hat er sich immer um dich gekümmert. Aber er dachte, er hätte nicht mehr das Recht, dein Vater zu sein. Wer seid ihr? Vergiss nicht, was ich gesagt habe. Ich bete, dass sie Philipp nicht verbrennen. Er ist ein guter Mann. Können wir heimgehen, Papa? Ja, gehen wir heim. Das ist ein Mädchen? Oh Gott. Hallo? Die Tür ist offen. Ist jemand da? Jetzt wird's so langsam wieder spannend. Ihr hattet eine Aufgabe. Timothy. Mein Gott! Nein! Unser Bischof ist sehr...
sehr. Wird da gerade einer gehängt? Nein! Was macht ihr da? Ich tue, was er mir aufgetragen hat. Der ist irre. Hört auf! Nein! Bleibt weg! Nein! Wer hat euch das befohlen? Niemand! Ich, Oh! Oh! Da ist er hinten hingeplumpst. Hui. Warum wollte er dich töten? Ich werde es dir sagen. Ich werde es allen sagen. Schön. Habt ihr einen Zeugen? Vater Remigius, Prior von Shiring. Ja, er lebt noch. Wo ist Timothy? Tot. Was Sie gesagt haben, ist wahr. Bischof Wolleran wollte den Spielmann Jack Sherberg tot sehen. Er befahl unserem Prior James, ihm ein Verbrechen anzuhängen. Und das hat er getan. Das ist eine Lüge. Ist dem so? James hat über seine Tat den Verstand verloren. Er war drauf und dran, allen die Wahrheit zu sagen. Und dann befahlt ihr mir, ihn zu töten. Unsinn! Lasst ihn sprechen! Ich konnte es nicht. Ich habe ihn versteckt. Aber er starb bei dem Brand. Jack hat ihn gesehen. Er war es. Ich habe seine Gebeine nach dem Brand gefunden. Ich habe sie vergraben. Ihr solltet dem ein Ende setzen, Henry. Das meine ich ernst. Warum sollte ich? Ihr solltet dabei auch an euch selbst denken. Ihr habt das alles gewusst. Was sollte es mich angehen, ob dieser Spielmann stirbt oder nicht? Euren Bruder ging es an. Der Spielmann hat den Untergang des Weißen Schiffs überlebt. Er hat gesehen, wie euer Bruder die Familie des Königs ausgelöscht hat, damit er den Thron besteigen konnte. Das ist lächerlich. Bischof Henry und König Stefan haben uns aufgetragen, diesen Mann zu töten. Oh Gott. Ihr wollt die Wahrheit? Das ist die Wahrheit. Die reine Wahrheit. Das stimmt nicht. Regan? Wolleran ist ein Lügner. Regan Hamlet. Achso, Regan, mein es Gott. Das ist Regan Hamlet. Das ist Graf in der Hexe. Er säuft sie, verbrennt sie. Ich habe lange auf diesen Tag gewartet. Es ist Zeit, meine Stimme zu erheben. Diese Frau, Ellen, sie hat die Wahrheit gesprochen. Drei Männer waren verantwortlich für den Tod des Spielmanns. James, der Prior von Kingsbridge. Der Vogt, mein Gatte, Percy Hamley. Aber es war Wolleran, der dahinter steckte. Und nur Wolleran. Nein! Er hatte Gerüchte gehört. Über das Weiße Schiff. Über unseren König. Er hatte gehofft, die Gunst des Königs zu gewinnen. Indem er einen Unschuldigen hängen ließ. Aber ich war's nicht allein. Sie haben es gewusst. Schafft ihn fort. Tschüssi.
Ich konnte ihn eh nie leiden. Das ist dafür, dass ihr meinen Mann getötet habt. Es war Volorant. Ich habe gehört, viele sterben. Wir haben es geschafft. Was werden sie mit dir machen? Ja. Mein Gott. Es ist vorbei. Ich danke euch, Lady Hamley. Der Mönch muss seine Lektion lernen. Der Papst würde euch zustimmen. Der Prozess ist noch nicht zu Ende. Philipp hat sich nicht als schuldig erklärt. Aber er hat die Lehren und die Autorität der Kirche in Frage gestellt. Oh. Die Feuerprobe wird stattfinden. Was? Um zu zeigen, dass die Kirche nicht über Gott steht. Um zu zeigen, dass mein Bruder, der König von England, nicht über Gott steht, werden nicht wir diesen Mann richten, sondern Gott. Das ist Wahnsinn! Nein, das können Sie nicht tun! Philipp! Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Nein! Das könnt ihr nicht tun! Dies ist jetzt eine Angelegenheit der Kirche, Lady Aliena. Mein Bruder, der König, und ich haben einen Verräter wie Walloran in unserer Mitte geduldet. Wir waren Narren und Sünder, auch wenn wir es nicht wussten. Ich bete, dass Gott Philipp vor diesen Flammen erretten wird. Denn seine Erlösung wird auch eine Erlösung für uns Sünder sein. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Entzündet den Scheiterhaufen! Mein Gott, wir müssen doch etwas tun können! Hört sofort auf! Ach, ich hab Philipp verloren. Okay, das Ende. Ach so, Kapitel 20 war das Ende, okay. Was du getan hast. Bischof Walloran wurde endlich zur Rechenschaft gezogen. Philipp hat sich nicht der Gotteslästerung schuldig bekannt. Du hast den Namen von Jacks Vater reingewaschen. Aliena konnte Philipp den Verrat an ihrer Familie verzeihen. Endlich weiß Jonathan, wer seine Eltern sind. Und Philipp wurde zum Brennen auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Ja. So, und wir sind jetzt bei Kapitel 21 müsste es ja jetzt sein. Mhm. Epilog. Gut, aber da ich jetzt nur noch eine halbe Minute habe, mache ich jetzt trotzdem schon mal Schluss. Und ja, na, tschüss, bis zum nächsten Mal.